Guten Morgen, schöne Frau. Guten Morgen. Oh, schnell, du musst raus, bevor die Kinder wach werden. Okay. Das war doch jetzt so eine schöne Nacht. Aber wenn du willst, dann gehe ich natürlich. Wir müssen auch nicht drüber sprechen, wenn du nicht willst. Ich fand's ja auch schön, aber ich war jetzt 17 Jahre Florian treu und jetzt ist er erst 2 Tage weg. Und du bist sein bester Freund. Und wir kennen uns auch schon ewig. Das kann niemals gut gehen. Du bist so eine tolle Frau. Ich meine, ich stehe einfach auf dich. Ich stehe auf jeden Zentimeter von dir. Da fahre ich total drauf ab. Auf mich fährt keiner ab. Ach, wer hat denn das eingeredet? Der Florian? Du bist eine super Frau, eine tolle Frau. Hast du aus Mitleid mit mir geschlafen? Ach, so ein Quatsch aus Mitleid. Komm her. Also, ich verstehe jetzt gar nicht, warum sie das jetzt nicht so ganz einfach genießen kann, die Paula. Sie sollte das doch einfach mit Bernd genießen, die Zeit. Und das auch nicht vor den Kindern verheimlichen. Ich meine, der Florian ist doch selber ein Arschloch, wenn er die da einfach so stehen lässt. Und der Bernd ist doch zuckersüß. Hugo, lass mich rein jetzt. Ich muss ins Bad. Alter, verpiss dich am Reihe! Ich muss aber noch duschen. Ich muss zur Schule. Nur wegen dir komme ich wieder zu spät. Ich bleibe im Bad so lange, wie ich Bock hab. Boah, bist du blöd. Mama, warum hast du abgeschlossen? Schnell. Warum hast du abgeschlossen? Ich hab verschlafen. Aber ich zieh mir schnell was an und dann komme ich runter und mache euch Frühstück. Okay. Und Hugo ist schon wieder im Bad. Ich muss unbedingt mich fertig machen. Ja, darum kümmere ich mich gleich. Okay. Du musst jetzt hier bleiben, bis die Kinder in der Schule sind. Ich muss mich so lange im Schlafzimmer verstecken. Am besten noch im Schrank, oder? Der heimliche Lover im Schrank. Der wollte ich schon immer mal sein. Ist gar keine schlechte Idee. Schau mal. Wow, du siehst ja toll aus. Dankeschön. Warum trägst du sowas nicht öfters? Ich bin doch überhaupt nicht der Typ für sowas. Und wirklich, also im Alltag kochen, putzen, total unpraktisch. Pass auf, heute bist du mal ausnahmsweise keine Hausfrauenmutter, okay? Heute bist du eine sexy Lady, die ihren Lover in den Wahnsinn treiben wird. Okay? Und jetzt kümmern wir uns erstmal um deine Frisur und dein Make-up. Wo sind denn deine Schminksachen? Ich hab noch was im Bad. Hol mal alles her. Komm, okay. Hey, großer Hi. Hi. Heute Abend verbringe ich ein bisschen Zeit mit dir und Amrei, okay? Werden wir Spaß haben. Also ich bin alt genug. Ich brauche echt keinen Babysitter. Pass auf, das ist mir klar. Aber schau mal, ich verbringe so gerne Zeit mit euch zwei. Hm? Fühle ich mich auch gleich ein bisschen jünger. Wir werden schon Spaß haben. Gefall ich dir? Wie siehst du denn aus? Du siehst aus wie eine Nutte. Denkst du, kannst jetzt irgendeinen Typen aufreißen, bloß weil du Dad aus dem Haus geschmissen hast, oder? Wow, 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 Moment mal, wie redest du mit deiner Mutter? Also, wenn es in diesem Haus einen miesen Aufreißer gibt, dann ist es dein Vater. Und wenn du frustriert bist, dann lässt du das an ihm raus, okay? Sie hast du mit Respekt zu behandeln. Sonst lernst du mich anders kennen, okay? Ah, hi, komm rein. Oh, das sieht aber schön aus. Ich finde, du siehst schön aus. Hör mal, ich will nichts, was du nicht auch willst. Ich möchte das doch auch. Ich bin nur so durcheinander. Du kannst jetzt nicht gehen! Ich kann gehen, verdammt nochmal! Nein! Ich in Ruhe, lass mich durch, Max! Lass mich durch! Der geile Typ hier gehört nämlich mir. Na, Pia! Ah, nein! Paula, 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 Paula! Bitte, beruhige dich! Ich stehe doch schon die ganze Zeit auf dich. In den letzten Tagen hat sich mein Leben komplett verändert. Es fühlt sich an wie ein Traum. Ich weiß doch, dass ich dir den Florian nicht ersetzen kann, aber du, ich würde wirklich alles tun, um dich glücklich zu machen. Zur selben Zeit. Hey, sag mal, was hast denn du hier verloren? Du kannst nicht einfach so hier reinmarschieren. Hey, du hast mir gar nichts zu sagen, wenn ich meine Familie zu sehen habe. Außerdem habe ich Lust, meine Kinder zu sehen. Du hast diese Familie verlassen, schon vergessen?
Wo ist Paula? Die ist nicht da. Das sehe ich selbst. Wo ist Paula? Das geht dich nichts an. Hey, Dad. Na? Alles klar? Ja, soweit schon. Hey, ich vermisse dich sehr. Komm, lass uns mal kurz setzen, bitte. Schau, der Streit zwischen deiner Mama und mir hat nichts mit dir zu tun. Du kannst jederzeit, aber wirklich jederzeit zu mir kommen, Sohnemann. Hast du gehört? Klar, ist kein Problem für mich. Amrei, und wenn ich jetzt hier mit meinen Kindern bin, lässt du mich bitte alleine? Das werde ich nicht tun. Du hast hier nichts mehr zu sagen. Hey, da ist ja meine Prinzessin. Amrei, komm mal her, meine Prinzessin. Was ist los? Amrei hasst dich. Die checkt nicht, warum du abgehauen bist. Aber ich kann dich schon verstehen. Moment mal. Hey, der Streit zwischen Ma und mir hat nichts mit euch zu tun. Nichts im Geringsten. Ich sehe das ganz anders. Mama hat dich geliebt und du hast sie im Stich gelassen. Jetzt steht sie ganz alleine da. Nein. Schatz, möchtest du dir anhören, was der Papa zu sagen hat? Nein, ich habe keine Lust mehr auf seine Lügen. Amrei! Hey, Dad, komm, lass hier bleiben. Die Weiber können doch eh bloß rumstressen. Dann können wir wenigstens in Ruhe mal quatschen. Ich habe das Gefühl, dass du und Paula Amrei gegen mich aufhetzt. Doch das werde ich noch zu ordnen wissen. Und jetzt sag mir bitte schön, wo ist Paula? Sagte ich doch schon, das geht dich nichts an, okay? Aha, Paula ist immerhin noch meine Frau und ich habe das Recht zu wissen, wo sich Paula rumtreibt. Und im Übrigen, wieso lässt sie dich mit den Kindern alleine? Und wie ich sehe, ist der Abendbrottisch immer noch nicht gedeckt. Ich gehe nachher mit den Kindern Burger essen, aber auch das ist nicht mehr dein Problem, okay? Bloß weil dir gerade wieder eingefallen ist, dass du eine Familie hast, um die du dich hättest lieber kümmern sollen, anstatt irgendein Flittchen zu bumsen. Moment mal, misch du dich bitte schön nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. Wo ist Paula? Ich will jetzt verdammt noch mal wissen, wo Paula ist. Und im Übrigen trifft sie sich mit einem anderen Mann? Selbst wenn. Das Recht dazu hätte sie. Und hör auf, mir immer dieselben Fragen zu stellen. Ich werde es dir sowieso nicht sagen. Bitte geh jetzt. Was? Müssen die aus meiner Wohnung schmeißen? Das hier ist nicht mehr deine Wohnung, das hast du selbst so entschieden. Und hör auf zu schreien. Die Kinder haben schon genug mitbekommen. Schön, dich zu sehen. Oh, Mann, ey. Hey, hätte ich gewusst, wie sich das mit Isabella entwickelt, ich wäre mit ihr niemals eine Beziehung eingegangen. Was wollen Sie haben? Eine Apfelsaftschorle, okay. Bitte. Dankeschön. Wieso, was ist denn passiert? Du weißt, sie macht mir ständig die Hölle heiß. Ständig will sie was von mir. Sie hat null, aber auch wirklich null Verständnis für meine momentane Situation. Hey, du, ich war doch erst vor kurzem bei meinen Kindern, ja? Hat sie mir danach voll die Szene gemacht. Dankeschön, sehr freundlich, danke. So, das heißt, es ist schon wieder gelaufen zwischen dir und Isabella. Du weißt, Isabella ist schon eine ziemlich heiße Frau und, ist eine Granate im Bett, aber du weißt ja, das war so noch zu einer Zeit. Aber seitdem ich mich von Paula getrennt habe, zieht sie die Daumenschrauben an. Und ich, Idiot, habe gedacht, es sei easy. Und was heißt das jetzt genau? Irgendwie sehne ich mich nach meiner alten Beziehung zurück. Denn, naja, so schlecht war die gar nicht. So, das heißt, du willst zu Paula wieder zurück? Tja, ich weiß es nicht. Also, vielleicht magst du es mir sagen. Gib mir einen Rat. Ja, was du tun sollst, das solltest du eigentlich schon selber wissen. Aber ja, okay. Eins ist klar, die Isabella kann Paula natürlich nicht das Wasser reichen. Oh, ja, danke. Ich weiß dir nämlich, was ich zu tun habe. Ich verstehe das nicht. Heute Morgen hat Bernd noch gesagt, dass er mit mir und den Kids den Abend verbringen wollte. Jetzt meldet er sich nicht. Ich habe ihn zweimal versucht anzurufen und jedes Mal hat er weggedrückt. Wahrscheinlich hat er sich's anders überlegt. Und er liebt mich doch nicht. Warum auch immer ist er mit mir ins Bett gegangen. Ich war wahrscheinlich eine Riesenenttäuschung. Susi, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nach allem, was du so über ihn erzählt hast. Das würde er dir doch sagen, wenn er keine Beziehung haben wollen würde, oder? Ach, Hugo hat recht. Ich bin einfach zu blöd. Die Kerle verarschen mich doch alle. Und ich check's nicht.
Mann, ich war ein totaler Vollidiot. Es tut mir unendlich leid. Aber hey, du musst jetzt nicht mehr weinen. Ich bin doch jetzt da. Wie kommst du überhaupt hier in diese Tür rein? Ach so, ja, das ist ein glücklicher Zufall. Ich hatte hier noch den Wohnungsschlüssel. Lea, könntest du bitte Carla und mich alleine lassen? Lea stört nicht. Du glaubst doch nicht, dass du wegen diesen paar Blumen mich beeindrucken kannst. Und dann ist alles wieder gut. Ja, die Blumen. Die Blumen, das ist nur der Anfang. Ey, ich werde dich ab jetzt nach Strich und Faden verwöhnen. Was hältst du davon, wenn wir dieses Wochenende in das Wellnesshotel fahren, wo du schon immer hin wolltest? Hä? Ist das nicht toll? Ach, komm schon. Da hat er gemerkt, oh, ich will doch mein altes Leben wieder haben. So, ne? War ja alles eigentlich entspannt. Meine Affäre, die Isabella, stresst ja auch nur rum. Schön und gut, dass der Sex geil ist, aber das ruhige Eheleben war doch schon besser, ne? Mit meinen Kindern. Nimm diese Blumen und verschwinde. Ich bin so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Du hast keinen Platz mehr in meinem Leben. Ich will die Scheidung, und zwar sofort. Mein Mädchen scheint wohl wirklich richtig böse zu sein, oder? Aber hey, ich kann dich verstehen. Paula, sei doch nicht dumm. Ohne mich kommst du doch gar nicht klar. Hey, ohne dich komme ich auch nicht klar. Das habe ich jetzt verstanden. Ich komme sehr gut ohne dich klar. Und ich werde mir einen Anwalt nehmen. Und für die Kinder wirst du bezahlen. Darauf kannst du dich verlassen. Und nun verschwinde. Hey. Ich mach das. Das wird ihr auch jeder Anwalt so bestätigen. Allerdings sind die beiden Kinder alt genug, dass Paula wieder arbeiten gehen kann. Es spricht also nichts dagegen, dass sie ihr Leben auch wirtschaftlich Schritt für Schritt wieder in die eigenen Hände nehmen kann. Komm schon, das ist in meinem Hirn drin und ich hab's kapiert. Sehr gut. Halt einfach mal den Mund. Warum? Was machst du denn hier? Komm, ich irgendwie ungelegen. Ich kann auch wieder gehen. Nein, du störst nicht. Paula, was redest du da? Bist du deswegen nicht ans Telefon gegangen, weil du wusstest, was Florian vorhat? Ja, klar. Ja. Bernd ist jetzt der Mann, den ich liebe. Du hast überhaupt keinen Platz mehr in meinem Leben. Meinst du das ernst, oder was? Du Drecksau! Du hast meine Frau hier angemacht? Wir haben uns verliebt, klar. Alter, ey. Ey, Mann, verdammt nochmal, kapierst du? Hau ab! Du hast keinen Platz mehr und jetzt raus! Ich werde jetzt reingeschlägt!